Guten Tag, meine liebe Lernenden. Ich heiße Hisham Fbelsouf von der Regionalen Akademie Marrakesch-Safi, also Provinzführung von Youssoufia. Heute werden wir also über das Thema Krankheit sprechen, also Lektion 6. Unsere Lernziele sind also Vokabeln zum Thema Krankheit lernen. Einfache Sätze im Präsens anwenden und dann, was die Grammatik angeht, Possessivartikel und Perfekt lernen. Wir fangen jetzt an. Notieren Sie bitte Wörter zum Thema Krankheit. Welches Thema kennen Sie? Wir haben also das Wort Krankheit, zum Beispiel Wörter, die zum Thema Krankheit zu tun haben, sind zum Beispiel Schnupfen, okay? Und dann Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Bauchschmerzen, Zahnschmerzen, Husten, Fieber, Grippe. Ich wiederhole noch einmal, wir haben Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Bauchschmerzen, Zahnschmerzen, Husten, Fieber, Grippe, okay, und so weiter und so fort. Sie können andere Wörter finden, okay? Dann machen wir jetzt weiter. Bitte die Körperteile. Wir lernen jetzt die Körperteile. Schauen Sie mal das Foto an. Wir haben also auf dem Foto die Nummern von 1 bis, also 17. Also, Nummer 1 ist das Gesicht. Das Gesicht. Und der Kopf. Nummer 2, das Auge. Das ist ein Auge. Okay, das Auge. Nummer 3, die Nase. Das ist eine Nase. Nummer 4, der Hals. Der Hals. Nummer 5, das Haar, das ist Haar, das Haar. Nummer 6, das Ohr, das ist ein Ohr. Und Nummer 7, die Schulter, das ist ein Schulter. Nummer 8, der Ellbogen. Schauen Sie mal, Nummer 8. Nummer 9, die Brust, das ist eine Brust, das ist eine Brust, das ist eine Brust. Also Nummer 10, der Arm. Nummer 11, die Hand. Das ist eine Hand. Das ist eine Hand. Nummer 12, der Finger. Das schauen Sie auf dem Foto. Der Daumen. Nummer 13. Nummer 14, das Bein. Nummer 15, der Fuß. Der Fuß, das ist mein Fuß. Okay, das ist der Fuß. Die Zehe. Nummer 16, die Zehe. Okay. Nummer 17, das Knie. Das ist Knie. Okay. Wir machen weiter. Krankheit und Medikamente. Was passt zusammen? Wir haben die Wörter links. Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Husten, Schnupfen und rechts haben wir die Wörter. Nasentropfen, Kamillentee, Hustensaft, Schmerztabletten, Halstabletten. Bitte, was passt zusammen? Was passt zu diesen Wörtern links? Bauchschmerzen passt zum, also Kamillentee. Wenn Sie Bauchschmerzen haben, können Sie Kamillentee trinken. Und Kopfschmerzen, wenn Sie Kopfschmerzen haben, können Sie Schmerztabletten nehmen. Und Halsschmerzen, wenn Sie Halsschmerzen haben, können Sie Halstabletten nehmen. Husten, können Sie Hustensaft trinken. Schnupfen, können Sie Nasentropfen nehmen. Das ist die Antwort auf diese Aufgabe. Wir machen weiter jetzt. Aufgabe Nummer 1.
Ergänzen Sie, Sie haben die Wörter Kopfschmerzen, Grippe, Bauchschmerzen, Schnupfen. Nummer 1, was können Sie schreiben? Andrea hat gestern zu viel gegessen. Jetzt hat sie, was ist die Antwort? Was glauben Sie? Die Antwort ist Bauchschmerzen. Nummer 2, heute kann Robert in die Schule nicht gehen. Er hat hohes Fieber und Husten. Er hat eine, was denken Sie bitte, was ist die Antwort? Er hat eine Grippe. Nummer 3, jeden Tag trinkt Herr Müller zu viel Alkohol und dann hat er was? Kopfschmerzen. Nummer 4, Peters Nase läuft, sie hat Schnupfen. Sie hat Schnupfen. Das sind die Antworten auf diese Fragen. Wir machen weiter jetzt. Aufgabe 2. Was passt zusammen? Sie haben also die Sätze links und die Buchstaben. Okay, die Nummer links und die Buchstaben rechts. Was passt zusammen? Nummer 1. Wir lesen den Satz jetzt. Paul tun die Augen weh. Welches also Buchstabe passt zur Nummer 1? Paul tun die Augen weh. Buchstabe H, Paul kann nicht lesen. Kann nicht lesen. Nummer 2, Eva, tut der Kopf weh. Buchstabe D, sie kann nicht lernen, weil sie Kopfschmerzen hat. Nummer 3, Markus, tut der Hals weh. Was passt zu Nummer 3? Was glauben Sie? Also, G, er kann nicht singen. Ich wiederhole noch einmal, Markus tut der Hals weh, Buchstabe G, er kann nicht singen. Nummer 4, Anna hat Ohrenschmerzen, Buchstabe E, sie soll keine Musik hören. Anna hat Ohrenschmerzen, sie kann keine Musik hören. Wir machen weiter, Nummer 5. Meine Hand tut weh, meine Hand, das ist meine Hand tut weh. Die Antwort oder das passende Buchstabe ist F. Ich kann nicht schreiben, ich kann nicht schreiben, okay? Ich kann nicht schreiben. Den Opa tun die Zähne weh, Buchstabe C ist richtig, er kann nicht essen, okay? Nummer 7, die Kinder haben Bauchschmerzen. Welches Buchstabe passt zu dieser Nummer? Die Kinder haben Bauchschmerzen. Die Antwort ist B, sie sollen Kamelentee trinken. Sie sollen Kamelentee trinken. 8, mein Fuß tut weh. Mein Fuß tut weh. Das passende Buchstabe ist A, ich kann nicht Fußball spielen. Ich wiederhole noch einmal, mein Fuß tut weh, ich kann nicht Fußball spielen. Wir machen weiter. Possessivpronomen. Jetzt werden wir Possessivpronomen lernen. Schauen Sie mal bitte die Regel auf der Tabelle. Wir haben Personalpronomen. Und also Possessivartikel und im Singular und wir haben auch Pluralform. Wir haben die Wörter der Balkon, das Zimmer, die Wohnung, die Bücher. Und wir haben die Personalpronomen, die Sie schon gelernt haben. Ich, du, er, sie, wir, ihr, sie, Plural und sie, Höflichkeitsform. Der Balkon, ich sage, das ist mein Balkon. Du, dein Balkon. Er, sein Balkon. Sie, feminin, ihr Balkon. Wir, unser Balkon. Ihr, euer Balkon. Sie,
Plural, ihr Balkon, sie Höflichkeitsform, ihr Balkon. Jetzt das Zimmer, mein Zimmer, dein Zimmer, sein Zimmer, ihr Zimmer, unser Zimmer, euer Zimmer, ihr Zimmer und ihr Zimmer. Was die Wohnung angeht, meine Wohnung, deine Wohnung, seine Wohnung, ihre Wohnung, unsere Wohnung, eure Wohnung, ihre Wohnung, ihre Wohnung. Was die Bücher in Pluralform angeht, die Bücher, meine Bücher, deine Bücher, seine Bücher, ihre Bücher, unsere Bücher, eure Bücher, ihre Bücher und ihre Bücher. Das ist die Regel, die Sie auswendig lernen müssen. Jetzt machen wir weiter. Possessivpronomen, also Possessivpronomen, Beispiele. Wir machen jetzt einige Beispiele. Bitte sprechen Sie nach. Das ist mein Zimmer. Das ist Herr Scheller. Das ist Herr Scheller. Das ist seine Wohnung. Das ist Anna. Das ist ihr. Das ist Anna. Das ist ihr Schlafzimmer. Klaus und Claudia, ist das eure Küche? Das ist eine Frage an Klaus und Claudia. Ist das eure Küche? Also die Antwort ist ja. Das ist unsere. Das ist unsere Küche. Frau Schiller, ist das ihr Zimmer? Das ist eine Frage an Frau Schiller. Ist das ihr Zimmer? Okay, wir machen weiter jetzt. Aufgabe 3. Bitte, was tut Ihnen weh? Ergänzen Sie die passenden Pronomen. Ergänzen Sie die passenden Pronomen. Sie haben mein, meine, dein, deine, sein, seine, ihr und ihre. Sie haben der, also was den ersten Satz angeht, Nummer 1, ich habe Kopfschmerzen, Kopf tut weh. Was ist die Antwort? Was glauben Sie bitte? Überlegen Sie. Ich habe Kopfschmerzen, mein Kopf tut weh. Mein Kopf tut weh. Frau Becker hat Ohrenschmerzen, Ohren tun weh. Was glauben Sie? Ihre Ohren, also wir sprechen von Frau Becker. Okay? Nummer 3, er hat Rückenschmerzen, sein Rücken tut weh. Nummer 4, die Kinder haben Halsschmerzen, also Halsschmerzen, Hälse tun weh. Was passt? Die Kinder haben Halsschmerzen, ihre Hälse, Plural von Hals, okay, ihre Hälse tun weh. Nummer 5, du hast Bauchschmerzen, Bauch tut weh. Du hast, also dein Bauch, wir haben Personalpronomen du, passt, also dein, passt zu du, also dein Bauch tut weh. Nummer 6, Markus hat Zahnschmerzen, Zahn tut weh. Sein Zahn tut weh, okay, korrigieren Sie bitte, korrigieren Sie bitte diese Übung. Wir machen weiter jetzt. Aufgabe 4. Ergänzen Sie die Possessivartikel, die Sie jetzt also in der Regel also gelernt haben. Nummer 1. Herr Schiller, ist das Wohnung? Ja, das ist Wohnung. Nummer 2. Klaus, ist das Zimmer? Ja, das ist Zimmer. Nummer 3, Jörg und Andrea, ist das Garage? Nein, das ist nicht Garage, das ist die Garage von Herrn Müller, das ist... Also, schauen Sie mal, was Sie schreiben können. Ja, bitte, Nummer 4, ist das Claudia? Ja, und das ist Mutter, also das heißt, die Mutter von Claudia. Was sind die Antworten, bitte? Überlegen Sie bitte. Ja. Nummer 1, Herr Schiller, ist das Ihre Wohnung? Ja, das ist meine Wohnung. Nummer 2, Klaus, ist das, das ist die Frage an Klaus. Klaus, ist das dein Zimmer? Ja, das ist mein Zimmer.
Nummer 3. Jörg und Andrea, ist das eure Garage? Nein, das ist nicht unsere Garage. Das ist die Garage von Herrn Müller. Das ist seine Garage. Okay, wir sprechen von Herrn Müller, also maskulin. 4. Nummer 4. Ist das Claudia? Ja, und das ist ihre Mutter. Das heißt, die Mutter von Claudia. Bitte korrigieren Sie diese Aufgabe. Jetzt werden wir das Thema perfekt lernen. Oder? Ja, das perfekt. Was ist das perfekt? Das perfekt nennt man auch voll in der Gegenwart, beschreibt eine Handlung in der Vergangenheit mit Gegenwartsbezug oder einen erreichten Zustand. Das Perfekt wird mit dem Helfsverb haben, das können Sie haben, und das Verb sein und dem Partizip 2 gebildet. Ja, die Regel ist, also wir entweder haben wir, also entweder schreiben wir haben oder sein, plus Partizip 2, das ist, da können Sie das Perfekt bilden. Also, jetzt können wir jetzt also Beispiele von starken Verben. Perfekt mit starken Verben. Beispiele, er schreibt ein Wort. Er schreibt ein Wort. Beispiel Nummer 2, also er hat ein Wort geschrieben. Wir haben hier das Verb schreiben. Das Verb schreiben. Er schreibt ein Wort, wird mit dem Helfsverb haben, im Perfekt konjugiert. Er hat ein Wort geschrieben. Also schreiben in das sich und Verb geschrieben im Perfekt. Das nächste Beispiel. Lisa geht zur Schule. Lisa ist zur Schule gegangen. Also das Verb gehen, Verb mit dem Helfsverb sein, im Perfekt konjugiert. Lisa ist zur Schule gegangen. Das nächste Beispiel, ich lese den Text. Ich habe den Text gelesen. Wir haben das Verb lesen. Und wird mit Hilfe vom Verb haben oder Helfsverb haben im Perfekt konjugiert. Also wir schreiben, ich habe den Text gelesen. Das nächste Beispiel, ich komme um 8 Uhr. Ich komme um 8 Uhr. Ich bin um 8 Uhr gekommen. Das Verb kommen, also wird im Perfekt mit Hilfe, mit dem Helfsverb sein, konjugiert. Also kommen, schreiben wir, bin gekommen. Ich bin um 8 Uhr gekommen. Also perfekt mit schwachen Verben. Wir haben vorher also die starken Verben gelernt jetzt. Wir sehen einige Beispiele von schwachen Verben. Beispiel Nummer 1, ich kaufe ein Buch. Perfekt, ich habe gestern ein Buch gekauft. Das nächste Beispiel, ich lerne Deutsch. Ich habe gestern Deutsch gelernt. Das Verb lernen wird gelernt im Perfekt. Das nächste Beispiel. Ich hole meinen Freund ab. Abholen, das ist ein trennbares Verb. Das haben wir schon gelernt. Ich habe meinen Freund abgeholt. Perfekt vom Verb holen ist abgeholt. Ich habe meinen Freund
abgeholt. Das nächste Beispiel, ich besuche meine Tante. Perfekt von besuchen ist, ich habe meine Tante besucht. Ja, besuchen, besucht. Aufgabe 5. Binden Sie Sätze im Perfekt. Binden Sie Sätze im Perfekt, bitte. Ich trinke Tee. Also Satz Nummer 1. Nummer 2. Die Kinder wissen die Antwort. Nummer 3. Ich lese das Buch. Der nächste Satz. Ich wasche mir die Hände. Da, also der letzte Satz ist, sie isst die Bananen. Sie isst die Bananen. Ja, bitte überlegen Sie, was sind die Antworten? Also Sie können diese Sätze im Perfekt schreiben. Also die erste Antwort ist, ich habe Tee getrunken. Wir haben das Verb im ersten Satz, trinken, im Perfektverb getrunken und hier mit, wird mit dem Helfsverb haben konjugiert. Wir machen weiter. Die Kinder wissen die Antwort. Welches Verb haben wir hier in diesem Satz? Die Kinder wissen, also wir haben das Verb wissen, die Antwort. Ich hoffe, dass Sie auch diese Antwort finden oder wissen. Was ist die Antwort? Die Kinder haben die Antwort gewusst. Das Verb wissen. Verb gewusst im Perfekt. Ich lese das Buch. Das ist also der dritte Satz. Ich lese das Buch. Das Verb, das wir in diesem Satz haben, ist lesen. Was ist perfekt vom Lesen, also vom Verb lesen? Ich lese das Buch. Die Antwort ist, ich habe das Buch gelesen. Also lesen, imperfekt gelesen. Der nächste Satz, ich wasche mir die Hände. Ich wasche mir die Hände. Das Verb waschen, wir haben das Verb waschen, was wird imperfekt? Wie konjugiert man das Verb waschen imperfekt? Die Antwort ist, ich habe mir die Hände gewaschen. Ich habe mir die Hände gewaschen. Also das Verb waschen wird gewaschen im Perfekt. Das können Sie später mit, Sie können Beispiele im Perfekt bilden, okay? Sie können Aufgaben auf, also dem Arbeitsbuch machen, okay, wenn Sie Zeit haben. Der letzte Satz, sie isst die Bananen. Sie isst die Bananen. Wir haben hier in diesem Satz das Verb essen. Das Verb essen. Ja, was essen Sie bitte? Oder was haben Sie gestern? Okay, ich gebe Ihnen nicht die Antwort. Sie müssen die Antwort finden. Sie isst die Bananen. Die Antwort ist, sie hat die Bananen gegessen. Sie hat die Bananen gegessen. Ich wiederhole noch einmal. Also der erste Satz, ich trinke Tee. Wir haben geschrieben, ich habe Tee getrunken. Der zweite Satz, die Kinder wissen die Antwort. Die Kinder haben die Antwort gewusst. Der nächste Satz, ich lese das Buch,
Ich habe das Buch gelesen. Ich wasche mir die Hände. Ich habe mir die Hände gewaschen. Sie isst die Bananen. Sie hat die Bananen gegessen. Also Imperfekt. Bitte jetzt korrigieren Sie diese Aufgabe und seien Sie vorsichtig, Fehler zu begehen. Vermeiden Sie die Fehler, also wenn Sie schreiben. Okay, bitte. Bitte Sie sitzen perfekt. Wir haben auch eine andere Aufgabe. Also erzähle dir eine Geschichte. Der Lehrer erklärt das Wort. Sie fotografiert ihre Kinder. Ihr studiert Medizin. Ihr Wahllehrer Arabisch. Was sind die Antworten? Also, ich habe dir eine Geschichte erzählt. Wir haben das Verb erzählen, Verb Imperfekt erzählt. Der Lehrer erklärt das Wort. Der Lehrer hat das Wort erklärt. Wir haben das Verb hier erklären. Sie fotografiert ihre Kinder. Zum Beispiel eine Frau fotografiert ihre Kinder. Die Antwort ist, sie hat ihre Kinder fotografiert. Ja? Er studiert Medizin. Was ist die Antwort? Er hat Medizin studiert. Wir haben das Verb studieren. Infinitiv. Im Perfekt schreibt man studiert. Iwa lernt Arabisch. Die Antwort ist, Eva hat Arabisch gelernt. Okay? Sie können andere Beispiele geben oder schreiben. Sie lernt Arabisch. Eva hat zum Beispiel Spanisch gelernt oder Englisch oder Russisch und so weiter und so fort. Bitte jetzt korrigieren Sie diese Aufgabe und vermeiden Sie Fehler, wenn Sie schreiben. Das ist alles. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.